Kriegshäuptling, unsere Truppen sind bereit. Aber der Admiral hat einen Blockadering von Kriegsschiffen um Terramor zusammengezogen. Ihrer Feuerkraft sind wir nicht gewachsen. Verdammt, daran hätte ich denken sollen. Wir müssen einen Weg finden, um... Thrall, Rexa, ich komme in Frieden, ihr müsst mir glauben. Ich hatte nichts mit den Plänen meines Vaters zu tun. Ich wünschte, das alles wäre nicht passiert. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Wir haben gemeinsam auf vielen Schlachtfeldern Blut vergossen, Jaina. Als Verbündete haben wir unzähligen Gefahren getrotzt. Aber euer Vater bedroht die Sicherheit unserer Nation und die Zukunft meines Volkes. Ihr wisst, was das bedeutet. Ich weiß, Thrall. Tut, was ihr tun müsst. Auf einer Insel in der Nähe gibt es einen Goblin-Hafen, der für euch Kriegsschiffe bereitstellen kann. Damit könntet ihr die Blockade um Terramur durchbrechen. Aber verschont bitte meine Männer, wenn ihr könnt. Mein Vater wird versuchen, sie gegen euch einzusetzen. Aber wenn das vorbei ist, werden sie meine einzige Familie sein. Bitte, tut es für mich. Wir tun, was wir können, Jaina. Ihr habt mein Wort. Und jetzt zieht ihr euch besser zurück. Bald beginnt die Schlacht. Unsere Truppen sind bereit, Thrall. Jetzt oder nie. Ihr habt das Kommando, Rexa. Wir treffen uns in Terramor. Jo. Und damit willkommen zurück. Wir müssen uns zum Hafen durchkämpfen. Und, wir sollen Jainas Männer verschonen. Ich habe aber keine Ahnung, welche sind jetzt Jainas Männer. Ich denke mal, Marina von Kul Tiras ist ihr Vater. Der Wellenturm. Der geht ab. Sie hat eine ziemlich hohe Angriffsgeschwindigkeit. Man muss natürlich jetzt bedenken, jetzt sind wir wieder nur auf Stufe 12. Es geht bis Stufe 15, meine ich, hoch. Das können wir jetzt halt erreichen. Weil ich meine, das hier ist das letzte Level. So. Ich will natürlich alles kaputt machen. Von den Menschen wird hier nichts stehen bleiben. Wir können scheinbar sehr schnell Einheiten daraus ploppen. Ihr seid ein Trickser. Ist mir ein Vergnügen. Ich habe Witterung aufgenommen. So, eine Runde des Manas. Räudiger Kläffer. So. Ich kapier schon. Ich muss sagen, es wird sich jetzt hier ein bisschen schleppend durchziehen, weil, ja, es hat wie, also für mich eben, für euch gestern, die Schlacht um die Zitadelle von Admiral Prachtmeer. Das kann sich ein bisschen ziehen. Das Fiese ist, der Wellenturm hat übrigens magische Angriffe, das heißt, der ist für Misha besonders gefährlich. Also machen den Paladin hier, wie ich gerade sehe. Khan wählt der Sucher. Ja, danke. Zumindest nicht der einzige Held, den die hier haben. Schnell den Parler vermöbeln. So, sehr gut. Ich handle instinktiv. Auf der Pirsch. Ich habe Witterung aufgenommen. Wir werden angefangen. Sollte ich mal eben kurz ein bisschen mich zurückziehen? Oh, brillantes Wissens.
Damit nicht die ganze Zeit von hier hinten Dingens kommen. Die Lagerungsteams. Ins Gesicht, du kriegst den Foliant des Wissens. Unsere Wege kreuzen sich. Ich handle instinktiv. So, ich muss auf jeden Fall hier gleich den Fernturm wieder kaputt machen. Das Ding wehrt sich nicht. Danach können wir hier. Also wir könnten hier dann einen Stützpunkt errichten. Für den Dunkelspeerstamm. Weil hier ist eine Goldmine. Ich meine, dass wir. Also wir haben ja generell in dieser Bonuskampagne keine richtigen RTS. Basen aufbauen und hast du nicht gesehen Momente. Deshalb meine ich, dass hier eine KI-gesteuerte Ding ins Helden kommt. Bin mir aber nicht 100% sicher. So, den kurz den Ding ins kaputt machen. Ich kapier schon, Mann. Stellt euch und kämpft! So, machen wir den Turm noch kaputt, dann haben wir unsere Ruhe. Na, Misha ist zu fett. Glyphe der Allwissen hört. Macht die gesamte Karte sichtbar. Das ist nett. Damit sehen wir nämlich auch, wo wir hin müssen und wo nicht. Das ist noch ein Turm. Dann ist da ein Shop. Hier wäre uns zum Beispiel komplett durchgegangen. Und dann zerstören wir mal eben kurz das Ding. Ich will gleich mal gucken, was der Shop denn im Angebot hat. Nur bevor wir das Ding komplett kaputt machen. Weil dann schreiten wir, glaube ich, voran. Ich will hier nichts Menschengemachtes, was ich. Zumindest nichts Menschengemachtes, was ich zerstören kann, noch stehen sehen. Also, ja, die gehen dann nachher auch noch drauf, die Gebäude. Hier wäre unser Lager, wobei uns das nicht viel bringt. Weil wir nichts drin haben und ich verkaufe halt auch immer eher, als dass ich Sachen da reinlege. Auf der Pirsch. Plus 15. Was liegt vor mir? Nö, nichts Interessantes. Ich habe Witterung aufgenommen. Entfesselt die Bestie. Oh, eine Rolle der Heilung. Wow. Unsere Wege kreuzen sich. Das ist richtig viel. Ihr seid ein Trickser. Das Dingo. Es werden Köpfe rollen. Der Typ ist ja keine Gnade. Selber schuld. Keine Gnade. Nee, Gnade gibt nicht es mehr. Köpfe rollen. Also Nische heilen. Dann sind nämlich auch alle. Jetzt seid ihr vom Aussterben bedroht.
So, sehr schön. Dann sichern wir doch mal den Hafen. Hier wäre auch echt viel zu wenig Holz. Da, der Goblinhafen, von dem Jaina gesprochen hat. Hier können wir Kampfschiffe anheuern, um die Blockade zu durchbrechen. Hier ist noch ein Söldnerlager. So, meine Helden, gehen bitte mal in das Transportschiff rein. Und ihr seid meine zwei. Rückt natürlich vor. Ich? Die Frage ist, kriegen wir die Schiffe ersetzt? Weil die Viecher sind schon ein bisschen ätzender. Oh, okay. Okay, also wir können das hier gar nicht verkacken. Ich wandere allein. Ich habe Witterung aufgenommen. Ich habe Witterung aufgenommen. Unsere Wege kreuzen sich. Wir werden angegriffen! Wir müssen halt theoretisch erstmal die ganzen Dinge hier aufräumen. Ich handle instinktiv. Wir werden angegriffen. Der denkt sich auch so. Fuck my life. So, du kannst das Ding auch mal mit kaputt machen. Das Nervige ist halt die Flugeinheiten, weil die machen einen ziemlich guten Schaden gegen meine Fregatten. Und die Fregatten sind leider auch das einzige, was die kaputt machen können. Oder was die kaputt machen kann, die Flieger. Wir haben Nisha jetzt gerade verloren, aber das ist jetzt nicht so dramatisch. Ich kapier schon, Mann. Pokern, du machst das schon, ne? So. Wir machen das, wir machen das. Ich habe ein bisschen aufs Maul bekommen. Zähnen und wir werden angegriffen. Ich wandere allein. Probiert's mal mit Gemütlichkeit. So. Entfesselt die Bestie. Ihr macht das hier schon, ne? Wir
werden angegriffen! Wo ist mein... Da ist mein Schiffchen. Ich handle instinktiv. Das kann ich nämlich einsammeln. Ja, wir verlieren hier gerade wieder unsere Flotte, aber wie gesagt, dadurch, dass wir die Flotte jederzeit oder immer wieder neu bekommen, ist das eh wisslos. Tut mir leid, aber so ist es. Wir werden angegriffen! Ich habe Witterung aufgenommen. Entfesselt die Bestie! Ich wandere allein. Der Tiger kommt näher ran. Hat es ja selber Schuld. Ich handle instinktiv. Ich kapier schon, Mann. Schade, hier ist nichts irgendwie Nützliches. Ich kapier schon, Mann. Diese Wegfindung in diesem Spiel macht mich manchmal fertig. Die ist ja teilweise noch schlimmer als in StarCraft. Wie kommt der denn da nicht hin? Bitte. Dann halt so. So, die Blockade ist zerstört. Die Blockade ist durchbrochen. Bemannt die Transportschiffe rasch. Wir müssen auf Terramor landen und die Verteidigungsstellungen des Admirals vernichten. Ihr habt euch wacker geschlagen, Rexa. Ihr seid der geborene Anführer. In mancher Hinsicht erinnert ihr mich an Höllschrei. Habt Dank, Kriegshäuptling. Jetzt bleibt nur noch eine Aufgabe. Wir müssen die Zitadelle stürmen und Admiral Prachtmeer ein für alle Mal zur Strecke bringen. So. Und das kriegen wir hin. Ich hatte nicht im Kopf, dass das Ding so kurz ist. Ich dachte, die Stadt Terramor kommt jetzt direkt als weiter in Kapitel 3. Strange. Na gut, ich mache einen kurzen Cut. Wir sehen uns am Ende des Ladescreens. Ich muss nämlich. Und jetzt, Krieger, stürmen wir die Zitadelle. Wir müssen Admiral Prachtmeer finden und ihm ein Ende machen. Erst dann wird unsere Nation sicher sein. Luktar Ogar! Für die Horde! Für Durota! Wir folgen euch, Rexa. Geht voran. Jo. So, und damit starten wir das Finale. Hier irgendwo ein Shop. Da ist ein Gesundheitsbrunnen. Da ist ein Shop. Da will ich zuerst rein. Ja, wir sollen natürlich ja, es ist vom Prinzip her so ein bisschen Dota. Es kann sogar sein, weiß ich jetzt nicht aus dem Kopf, dass sozusagen Dota, also die Ursprungsmod Dota, die ja eine Warcraft 3 Mod war, ob die nicht die Inspiration von dieser Mission genommen hat. Also wir können auf jeden Fall immer nur unsere Helden steuern, wobei das ist ja jetzt nichts Neues. Die verbündeten Einheiten stürmen effektiv immer weiter hier rein. Und theoretisch, wenn wir nichts machen würden, würden wir trotzdem irgendwann gewinnen. Ich habe Witterung aufgenommen. Hier wäre
ist ganz recht, wenn ihr vor allem diese Wellentürme ausschalten würdet. Die sind nämlich ziemlich nervig. Ich weiß nicht, wo kann es Stufe 13 sein? Die anderen alle nicht. Aber gut, die sind alle kurz davor, also alles gut. Vor allem ist es natürlich zwischendurch ganz nützlich, wenn wir so, nennen wir es High-Value-Targets rausnehmen. Für unsere Verbündeten. Druck machen, Level up. Dafür eigentlich mal die Schockwelle erlernen. Ja, ihr seht schon, das hier ist dezent unübersichtlich. Rexa und seine Dingens tun das übliche, das übrige dafür. Genau. Wir werden angegriffen. Stellt euch und kämpft. So, hier die blauen, das sind die, die wir nicht töten wollen. Könntet ihr jetzt mal Rexa durchlassen, ihr Idioten? Meine Güte. Vishnupura. Mit Freunden. Der Schussam. Und ja, es leidet gerade auch ziemlich meine Framerate, habe ich das Gefühl. Was echt nicht cool ist, aber gut, es kommen so. Es ziehen so viele Effekte auf einmal. Ich glaube übrigens, dass wir global Erfahrungspunkte kriegen. Was ziemlich broken ist. Weil, ich meine, die Typen da unten kämpfen ihre Kriege und wir kriegen trotzdem Erfahrungspunkte dafür. Schauen wir einfach mal. Das ist jetzt ganz einfach. Wir stellen uns jetzt hier hin. Wir sehen, wir kriegen trotzdem Erfahrungspunkte. Teilweise nicht zu wenig. So, ich will mich jetzt zu dem Schock hier hinten durchschlagen. Das Schöne ist, wir das hier mal eben machen können. Wenn wir den Wellenturm hier zerstören, beziehungsweise eigentlich brauchen wir manchmal den Wellenturm zerstören, aber wir werden den Wellenturm jetzt eben zerstören. Dann können wir hier den Stadteingang öffnen, sodass dieser Stützpunkt wesentlich schneller vorstoßen kann. Ich hab hier noch irgendwas ist, wenn wir jetzt gleich noch hingehen. Diese Türme halten viel zu viel aus für meinen Geschmack. Na gut, wir haben halt keinerlei Belagerungsgeräte. Ich habe Witterung aufgenommen. Sollten die theoretisch anfangen, ihre Einheiten nicht mehr unten lang zu schicken, sondern genau, die schicken die jetzt da direkt rein. Ich handle instinktiv. Ich will jetzt mal kurz gucken, ob hier irgendwas ist. Auf der Pirsch. Das wäre ja noch cool. Sei es nur ein kleines Easter Egg oder so. Ich wandere allein. Ja, nur hier ist einfach gar nichts. Ich handle instinktiv. Kann man natürlich auch bringen. Unsere Wege kreuzen sich. Hier können wir nicht durch zu dem Shop. Ich muss hier lang und dann hier runter. Okay. Auf der Pirsch. Unsere Wege kreuzen sich. Ich habe instinktiv. Was? Für den Doppelspeersturm. Der Schutz da war jetzt nicht so intelligent. Und wie gesagt, die produzieren, das ist das Fiese, die produzieren hier in den Gebäuden, die wir nicht kaputt machen wollen, produzieren die Gegnereinheiten. Und zwar die Gegner, die wir kaputt machen wollen. Das ist sehr unhöflich. Aber naja. Wo kann Tengit hier den
Wellenturm wie ein Gott. Ich kapier schon, Mann. Ja, und er ist ja noch gut am Leben gewesen. Sobald haben wir schon die nächsten Level-Ups. Das ist ja anders. Also ich möchte trotzdem die Türme kaputt machen. Wie gesagt, die Gebäude von Trainer hier, die Terramor-Wache, die möchte ich, die werde ich nicht kaputt machen. Auch wenn das kontraproduktiv ist. Aber wir hauen nicht unsere Verbündeten. Unsere Wege kreuzen sich. So, Okan, vorletztes Level, Entschuldigung. Jetzt ist halt. Der Turm hält halt echt viel aus, ne? 11 Rüstung. Wir haben fast 4000 Leben. Das ist schon echt bitter. Wie gesagt, das Spiel kommt halt gerade echt nicht so ganz auf die ganzen Aktionen, die hier abgehen. Klar, von der Framerate her. Das ist halt schon ein bisschen bitter. Ja, die halten sich hier halt unnötig an dem Ding auf. Das ist natürlich auch wieder professionell. Dann macht erstmal, der ist wichtiger, den erstmal kaputt. Dann gehe ich jetzt gleich mal kurz in den Shop gucken, ob wir da irgendwas Cooles kaufen können. Wer auch immer sich gedacht hat, ja, mit Hauptsache wir haben nur noch Trolle dabei, um die Türme kaputt zu machen. Ich hätte ja persönlich so Belagerungsgeräte mal eingesetzt, aber das wäre jetzt so einfach, ne? So, wenn der Turm kaputt ist, gehen wir mal hier aufgenommen. So, was hat dieser Ah, danke. Tja, das kann ja nur einmal. Okay, das Ding ist gut. Mana und Leben um einen ziemlich großen Batzen erhöhen. Ich mach hier mein Ding. Meine Beute naht. Und hier haben wir die Arkanaura drin, deshalb die gebe ich nicht weg. Ihr kommt mir etwas ausgetrocknet vor. Schmerzen. Lasst euch Zeit. Schaut euch um. Entfesselt meine Kraft. Ja, leider ist das aber auch der einzige Job, den es hier gibt, oder? Nee, Quatsch, hier ist noch. Da müssen wir auch gleich mal hin. Ich fange Entfesselt die Bestie. Wir uns auf den Weg. Wir sollten auch da unten mal aufmachen. Damit die nicht auch noch den Umweg gehen müssen. Das ist krass, wie viel sich hier gesammelt hat. Okay. Da sollten wir vielleicht auch mal aufräumen. So viel zum Thema. Ja, wir müssen eigentlich nur das aussitzen. Wir gewinnen schon. Das ist scheinbar nicht der Fall. Wenn die werden nicht Rexas Strom kaputt kriegen. Entschuldigung. Räudiger Kläffer. So, erstmal den. Der geht glücklicherweise schneller down. Und den ist der Level auch sehr schön. Das erste Mal, dass Kern Attribute bekommt.
Okay. Ich gehe vielleicht doch lieber gerade schnell zurück. Warte, alle. Ich habe Witterung aufgenommen. Ja, Misha verprügelt noch ein bisschen den Turm, aber es wird nicht reichen. Instinktiv. Sollen wir nennen? Nö. Keine Niederlage. Sollte Frey sterben, aber den kriegen die, glaube ich, auch nicht tot. Meine Beute naht. Unsere verbündete Stadt wird angegriffen. So. Dann sagen wir hier doch mal für ein Blitzgewitter. Wo Heiler dich rausnehmen sollte. Interessant. Ich kapier schon. Dann wollen wir doch mal gucken, dass wir hier ein bisschen was aufgeräumt kriegen. Wir sind angegriffen. So, hier unten. Das Dingo. Unsere Wege kreuzen sich. Danke. Dann kommen wir nämlich auch zu dem Shop dahin. So, nicht dem. Wir werden angegriffen! Ich wandere allein. Mit Fangzähnen und Klauen. Okay, mal gibt's hier irgendwie was Interessantes. Auf der Pirsch. Ich handle instinktiv. Wir werden angegriffen! Die hier. Relativ schnell sterben, das hier wird ein bisschen ätzend. Weil die Wellentürme halten halt echt viel zu viel aus. Unsere Wege kreuzen sich. Ich habe Witterung aufgenommen. Lass dich bitte alle nicht aufhalten und ablenken. Die Dinge einfach. Könnte Thrall einfach mal ein paar Verwüster schicken? Das wäre voll nützlich. Oh. Okay. Da sollte ich gleich mal dem helfen gehen. Kaputt. Ja, die kommen aber nicht klar. Ich mach den endlich kaputt. Schön. Ich handle instinktiv. Auf der Pirsch. Dann strömen sie jetzt auch in Ruhe rein. Machen wir uns da mal auf den Weg hin. Ja, das haben wir so gut wie kaputt gemacht, aber wenigstens kommt er mit Räubern. Die machen ja wenigstens noch ein bisschen Schaden an Gebäuden. Aber nicht so viel. Ich habe Witterung aufgenommen. Unsere verbündete Stadt wird angegriffen. Unsere Wege kreuzen sich. Halt jetzt hier auf. Jetzt hier kaputt. Schön. Ich wandere allein. Wir werden noch ein bisschen für Ordnung sorgen. Ich handle instinktiv. Ich habe Witterung aufgenommen. Rukan hat sogar Stufe 15 erreicht. Ich bin begeistert.
habe Witterung aufgenommen. Scheinbar sind wir da. Na gut. Ich kann natürlich auch nicht, wie gesagt, ich kann nicht verhindern, dass da Leute spawnen. Oder Gegner. Deshalb. Ne, ich glaube schon, dass die Türme hier mit die größten Probleme für meinen Verbündeten darstellen. Hier zum Beispiel, das darf ich kaputt machen. Das finde ich. Ich habe Witterung aufgenommen. Das werden wir entsprechend auch. Mit Fangzähnen und Klauen. So, die Nische heilen, die wird, das, wird den Turm wahrscheinlich nicht überleben. Also. Holen wir mal die drei Pandaren. Da immer noch nämlich im Kopf. Ja, der auch nicht. Ich hatte im Kopf, dass Erde, ich meine, das ist bei in Dota ist es halt so, der Brewmaster, also der halt auf Chen basierende Held, der sich auch in drei teilen kann, dessen Erdbär, also Erdpandare, der macht mehr Schaden gegen Gebäude. Deshalb hatte ich das für den auch im Kopf. Ne, stimmt, der hatte dafür den Flächenschaden, ich erinnere mich. Unsere Wege kreuzen sich. Alles kaputt. Holen uns eine Nische, holen uns eine Stachelbestie. Was liegt vor mir? Ich habe Witterung. Mal gucken, die unten kriegen gerade wieder ein bisschen Probleme, aber auf dem Weg sind wir ja eh. Können wir den unten noch mal ein bisschen beistehen, aber die Mitte wird auch wieder hart blockiert. Weil die nicht das Problem haben, weil die haben Rexer, also die können sich noch am ehesten wehren. Mit Fangzähnen und Klauen. Räudiger Kläffer. Findet ihr jetzt mal? Ich handle instinktiv. Das kaputt machen, das kaputt machen. Wir werden angegriffen. Hm, hier sind sogar noch mehr. Unsere Wege kreuzen sich. Ich wandere allein. Was cool ist. Unsere verbündete Stadt wird angegriffen. Gut, ist vom Prinzip her wieder wie der Erzmagier-Ring, nur ein bisschen schlechter, weil er nicht die Arkane auch die Arkanaura hat, sondern dafür erhöht er halt die Rüstung ein bisschen. Schon kriegt er dahin. Aber ja, ich sollte da gleich mal wieder ein bisschen vorstoßen. Ich habe Witterung aufgenommen. Zumindest helfen wir hier gerade den. Ja. Ihr seht, wir haben zweimal Bonuspunkte bekommen, die Kern nicht bekommen hat. Demnach ist das hier ein bisschen
hängt er ein bisschen hinterher, was ich ein bisschen doof finde. Hätte man ihm halt irgendwie auf Stufe 10 und 15, wobei er startet ja mit Stufe 10, aber halt auf paar Leveln irgendwie 2 Punkte geben sollen. Ist kaputt, sehr gut. Okay, die haben Geistwandel, aber ich dachte gerade, hä, wer hat denn jetzt den Tauchen wieder gelobt? Ich wandere allein. Jetzt sind die hier schon wieder Probleme. Was ist denn das? Kommen auch einfach alle nicht voran, ne? Unglaublich. Dann gehen wir nochmal nach oben. Helfen denen, indem wir die Zufuhr der Gegner abschneiden. Ja, das hier ist halt vor allem ein ziemliches Hin und Her. Ich habe Witterung aufgenommen. Ich wandere allein. So. Dann können wir das hier. Entfesselt die Bestie. Das Ding kaputt machen. Hier oben wird das Ding wird nicht lang standhalten. Unsere Wege kreuzen sich. Räudiger Kläffer. Natürlich zieht er direkt auf Misha. Warum denn auch nicht, ne? Wächter des Admirals wollen uns einkesseln. Macht sie alle nieder. Das können wir gerne versuchen, das wird dir nicht viel bringen. Ich glaube, das wird nicht reichen. Ja, ganz knapp. Hat mich nicht überlegt. Was ist hier eigentlich für ein Dieb auf? Achso, er war verlangsamt. Okay, das ist nicht sehr dramatisch. Also die Arkanentürme waren die fiesen, die sind eigentlich gut gegen Helden. Aber wenn der sich auf Misha konzentrieren will, ist er selber schuld, ne? Ja, ich ignoriere den gerade, der stirbt einfach mit dem Feuer. Aufpassen müssen, weil hier sind da sogar noch stärkere Flutwellentürme. So, die Elitewächter, die hauen rauf, hauen gut drauf, machen schweren Schaden, machen viel Schaden, halten viel aus, aber Problem ist, die Türme, die Sturmtürme sind sogar ein bisschen schwächer. Ich muss zugeben, ihr Ork seid zäher, als ich in Erinnerung habe. Ich dachte, ihr Wilden hättet euch längst gegenseitig niedergemetzelt. Das ist nicht die Horde, die ihr kennt, alter Mann. Wir haben kein Interesse an Eroberung oder Mord. Die Sünden unserer Vorfahren haben wir mit Blut bezahlt. Kann euer Blut Völkermord sühnen, Ork? Eure Horde hat bei ihrer Invasion von Sturmwind und Lordaeron zahllose Unschuldige getötet. Glaubt ihr wirklich, ihr könnt das alles einfach beiseite fegen und euch so leicht von eurer Schuld reinwaschen? Nein, eure Art wird sich niemals ändern und ich werde immer gegen euch kämpfen. Ja, und wie kriegen wir das mal? Der Tod ist ein echter Tod. Okay. Alle Helden einmal gestorben. Ist aber nicht so dramatisch. So, da hatten wir einen Mana-Brunnen.
Da können wir uns mit dem auffüllen. Hätten halt zusammen mit den ganzen Einheiten hier angreifen sollen. Das ist jetzt nicht weiter dramatisch. Ich handle instinktiv. Hier unten wäre auch ein netter Ort für ein kleines Easter Egg, aber ich denke auch da wird keines sein. Und ich bin dafür, dass wir jetzt eben schnell unser Mana auffüllen. Auf der Pirsch. Natürlich kann hier nicht stehen bleiben. Ich wandere allein. Vielleicht auch mal meinen Stab der Ahnen nutzen sollen. Generell hätte ich mal ein bisschen mehr einsetzen sollen. Muss man sagen, unsere Helden waren sehr schnell tot. Im Vergleich. Du lässt das mal bitte sein. Ich sehe nicht, was hier gerade abgeht. Könnt ihr jetzt mal bitte eine auch damit? Ja, Admiral braucht mir hält halt einfach viel zu viel aus. Bist du die ganze Zeit geheilt von dem Typen da? Einfach dauerst dann so. Sausack. Es ist vorbei. Legt die Waffen nieder, Menschen. Vater, warum hast du nicht auf mich gehört? Mehr als alles andere war er ein stolzer Krieger, Jaina. Behaltet ihn als solchen in Erinnerung. Durota ist jetzt sicher. Wir haben keinen Streit mehr mit diesen Menschen. Wir verlassen eure Insel in Frieden, Jaina. Ich hoffe, dass wir nie wieder hierher kommen müssen. Lebt wohl, Zauberin. Ihr habt unsere Nation gerettet, Rexa. Das kann ich euch niemals vergelten. Werdet ihr mit uns nach Durotar zurückkehren und euch dort eine neue Heimat aufbauen? Danke für das Angebot, Thrall. Aber ich bin ein Mokhnatal, ein Wanderer. Mein Platz ist in der Wildnis, bei den Tieren und den Elementen des Landes. Aber eins kann ich euch sagen, Bruder. Ich werde immer Teil der Horde sein,
und ich werde immer da sein, wenn ihr mich braucht. Lebt wohl. Und damit haben wir auch die Bonuskampagne abgeschlossen. Und ich muss sagen, ich hatte sie ein bisschen cooler in Erinnerung. Eigentlich nicht. Eigentlich hatte ich sie ziemlich genau so in Erinnerung. Nun, eigentlich sogar noch ein bisschen länger, aber naja, ist jetzt nicht so dramatisch. Ich hätte es halt schön gefunden, wenn sie der Bonuskampagne auch irgendwie zumindest eine Cutscene oder so geschenkt hätten. Und zwar eine gute. Das wäre schön. Nicht nur Ingame-Cutscenes. Und ich würde sagen, es ist Zeit für ein Fazit. Und ich muss sagen, es ist schon echt schwer, ein vernünftiges Urteil zu fällen. Zum einen, es ist genau Warcraft 3. Sollte es ja auch sein, haben sie ja gesagt. Beziehungsweise nutzen sie ehrlich gesagt meiner Meinung nach als Ausrede, weil sie viel verkackt haben. Im Versus, ich weiß nicht, ob sie es mittlerweile mal drin haben. Nein. Ja, man kann Kartenvetos einstellen, danke dafür. Aber es gibt keine Ranglisten. Was in einem Spiel, was vor allem von vielen Leuten wegen des Multiplayers gespielt wird, echt nicht geht. Zumal das Original Rangliste hatte. Man kann das Original so gesehen nicht mehr spielen, weil man automatisch, also weil man automatisch den Warcraft 3 Reforged Client kriegt. Eigene Spiele, ja, die alten Maps funktionieren alle, das ist eine super Sache. Aber wenn man jetzt selber eine Map erstellt in diesem Spiel, dann gehört diese Map automatisch Blizzard. Was ich finde, ist nicht okay. Weil man selber, klar, ne, man nutzt das Spiel, um etwas Eigenes zu schaffen. Und das Spiel ist Eigentum von Blizzard. Aber man kann sich doch immer auf irgendwas einigen. Ne, sie haben es damals bei Dota verkackt. Sie haben Dota ignoriert, in mehr oder weniger. Und Dota ist ein riesiges Spiel geworden mit Preisgeldern für die International-Turniere, die jenseits von Gut und Böse liegen. Muss ich auch ganz ehrlich sagen, der Preispool ist vollkommen übertrieben. Aber gut, ist ein Thema für eine andere Geschichte. Und sie haben ja nun, sie haben manche Cutscenes neu gemacht, habe ich das Gefühl. Dann haben sie aber manche Cutscenes einfach nur hochskaliert. Gerade die Anfangs-Cutscenes in Reign of Chaos, also im Basisspiel sozusagen, die ersten vier Kampagnen. Da haben sie gefühlt die Cutscenes nur hochskaliert. Und auch sonst Cutscenes, also der Kampf zum Beispiel Arthas gegen Illidan, den habe ich so nicht in Erinnerung. Den habe ich ehrlich gesagt, wenn überhaupt als Ingame-Grafik Cutscene in Anführungszeichen in Erinnerung. Weil ich da nicht genau weiß, es ist halt ewig her, dass ich das Spiel zuletzt gespielt habe. Aber sie haben die Wegfindung null verbessert. Also sie haben es halt wirklich, sie haben das Spiel genommen und anstatt es zu reforgen, also von Grund auf neu zu entwickeln, ein komplettes Remake zu machen, haben sie es eigentlich nur remastered. Ich habe irgendwann mal gelernt, ich habe ja immer gedacht, Remaster ist das, dass das Spiel komplett neu gemacht wird und Remake ist nur die Grafikaufschönung, es ist aber genau umgekehrt. Denn das Mastering ist halt vom Prinzip her der letzte Schliff der Grafik sozusagen. Und deshalb ist ein Remaster auch immer nur, dass das Mastering neu gemacht wird, das Spiel wird so übernommen. Deshalb weiß ich nicht, ich habe das Gefühl, das ist eher ein Remaster als ein Remake.
Wie gesagt, sie haben so viel verkackt, auch im Vorhinein. Sie haben Sachen gezeigt, Grafiken. Ich meine, dass Sachen, die in der Vorschau gezeigt werden, nie die Grafiken sind, die man auch im Spiel nachher kriegt. Schön und gut, das sind wir gewohnt. Aber ich sag nur die Säuberung von Stratholm. Wir haben eine Cutscene gezeigt bekommen, wo Arthas sich mit Uta streitet, wo die wirklich in Ingame-Grafik wohlgemerkt, wo sie nicht nur Mimik und Gestik drin, also vor allem auch Gestik drin haben, wo Arthas wirklich auf Uta zugeht und ihm den Finger auf die Brust legt und sagt, ich bin dein Prinz, du hast mir zu gehorchen. Und das ist nicht im Spiel. Was soll das? Das hat des Spiels. Sie haben einen HUD gezeigt, was so viel geiler aussah und sind dann wieder zum Original zurückgegangen. Nicht, dass das Original schlecht ist, aber sie hatten sich einen HUD überlegt, was minimalistisch war. Wir hatten unten links die Karte. Wir hatten ein bisschen mittiger gesetzt, das HUD, wo ein, wohlgemerkt, nicht gerahmtes, sondern freistehendes, mehr oder weniger so halbes 3D-Model der Einheit, die man gerade anvisiert hat, zu sehen war, oder zumindest halt so das Porträt. Also ich sag jetzt nochmal zum Beispiel, ne, man hat Arthas angewählt, dann sieht man ja unten ungefähr hier, so hat man immer so ein Porträt von Arthas gesehen. Und das war halt ein bisschen weiter in der Mitte. Es war ein bisschen kleiner, habe ich das Gefühl. Es hatte keinen Hintergrund, es hatte keinen Rahmen, sondern es war einfach wirklich so das Profil, beziehungsweise das Bild von Arthas, als hätte man es noch mal aus dem Spiel genommen und dahingesetzt. Das fand ich viel cooler. Das HUD war ein bisschen kleiner, es HUD nicht so viel vom Bildschirm eingenommen. Man hatte entsprechend mehr Bildschirmflächen, mit der man arbeiten kann. Es sah so viel cooler aus. Ich meine, ja, wie gesagt, sie haben halt die Ausrede, dass sie gesagt haben, sie wollten das Spiel genauso halten wie das Original. Aber ganz ehrlich, dann macht wirklich einfach nur ein Remaster. Dann kündigt das nicht als Reforged an, sondern sagt, hör mal Leute, wir remastern das jetzt, ihr kriegt eine komplett neue Grafik, wir überholen die Grafik komplett neu. Das Spiel bleibt gleich und kündigt nicht ein Reforged an. Weil für mich Reforged heißt halt Remake. Das heißt, es werden Bugs gefixt, es werden Sachen verbessert. Warum kann ich immer noch nur 12 Einheiten auswählen? Ich meine, ja, unsere Armeen wurden nie so groß wie zum Beispiel in StarCraft, wo wir mit 200 Zerglingen vom Prinzip her durch die Gegend rennen können, beziehungsweise mehr Zerglingen, weil es sind nachher, ich glaube, 3 Zerglinge pro 2 Bevölkerungen. Irgendwie sowas. Aber, warum gibt's das nicht? Warum kann ich nicht mit einem Knopf meine ganze Armee auswählen und hab dann auch kleine Reiter, die sagen, okay, ne, man kann ja die Anzeige lassen mit den 12 Einheiten, aber dann noch einen Reiter machen, wenn man zum Beispiel noch eine 13. Einheit angewählt hat. Warum geht das nicht? Das ist so, das verstehe ich nicht. Warum kann ich meine Hotkeys nicht einstellen? Warum muss ich mir eine Textdatei erstellen, die in den Spieleordner kopieren, um dann in den Einstellungen meine Hotkeys verändern zu können? Warum kann ich nicht einfach sagen, okay, Fähigkeit 1 von der aktuell anvisierten Einheit ist Q, Fähigkeit 2 ist W, Fähigkeit 3 ist E und Fähigkeit 4 ist R. Warum muss ich mit Nummernblock meine Items aktivieren? Das ist veraltet. Und für ein Remaster, okay, würde man sich halt nicht so aufregen. Aber sie haben das komplette Spiel neu überholt. Warum haben sie die Grafiken? Also warum haben sie so gesehen nur die Grafiken gefühlt überholt? Warum haben sie nicht auch die Engine überholt? Warum haben sie nicht die Cutscenes neu gemacht? Ich meine, Blizzard weiß, wie Cutscenes gehen. Man muss sich einfach nur mal die Diablo 3 Trailer ansehen. Diablo 4 Trailer. Blizzard kann immer noch Cutscenes. Blizzard konnte schon immer Cutscenes. Und die Cutscenes sind gut. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel in den einen Film zurückgehe, hier von der Ork-Kampagne, Höllschreis Opfer.
Ich meine, wir wissen, wie die Orks in der Kampagne aussehen und so. Wir wissen, wie Thrall aussieht. Warum? Die sehen aus. Ich weiß nicht, grobschlächtig und. Es sieht halt auch nicht nach Thrall aus. Sie haben Thrall einen Bart verpasst in dem Spiel. Ne? Warum hat er jetzt in der Cutscene keinen mehr? Also wie gesagt, das ist halt so, ich verstehe es nicht. Sie hätten so viel mehr noch aus dem Spiel machen können. Sie hätten vernünftigen Multiplayer. Ich meine, der Multiplayer hat ja eine lange Zeit auch einfach gar nicht funktioniert gefühlt. Man kann nur ein Quick Match machen. Man kann, klar, man kann auswählen, möchte ich 1 gegen 1, 2 gegen 2, 3 gegen 3 oder 4 gegen 4 oder sogar Free for All mit 8 gegen 8. Also 8 Spieler und jeder kämpft drum, als letztes zu stehen. Aber warum geht das nicht? Warum sind zum Beispiel die Naga immer noch keine spielbare Rasse in dem Spiel? Das sind so Sachen. Da hätte so viel mehr draus machen. Man so viel mehr draus machen können. Und ja, die Kampagne ist immer noch gut. Sie ist nicht hervorragend. Und ich persönlich muss sagen, ich finde die Story von StarCraft auch cooler. Was eine Seltenheit ist, weil ich bin ja eigentlich gar nicht mal so der Sci-Fi-Mensch. Ich liebe ja eher Fantasy. Die Story ist immer noch gut. Und wäre auch wahrscheinlich eine Katastrophe gewesen, wenn sie die Story irgendwie verändert hätten. Aber das ist halt nicht mehr so. Ich meine, klar, es ist auch so ein bisschen Nostalgiefaktor, aber ich fand Warcraft früher cooler, als es heute ist. Und ich werde wahrscheinlich auch, also ich werde Warcraft 3 nicht deinstallieren, einfach weil zwischendurch mal eine Fun-Map mit ein paar Freunden oder so. Aber ich werde wahrscheinlich nicht wie früher, da ich gefühlt alle 3 Monate die Kampagne nochmal neu durchgespielt habe. Dann werde ich wahrscheinlich nicht mehr machen. Einfach weil ich habe mich an so vielen Stellen viel zu viel aufgeregt. Warum ist das mit den Ladescreens immer noch so bescheuert? Das ist, ich meine, das hat nicht nur Blizzard, das haben viele Spiele, verkacken es regelmäßig, aber naja. Naja, ich glaube, es ist genug gerantet. Wie gesagt, das Spiel ist nicht schlecht. Aber es war viel mehr versprochen. Selbst Bugs, wobei Bugs sind mir so gesehen nicht wirklich aufgetaucht, aber zum Beispiel die Wegfindung von Einheiten. Ganz ehrlich, was soll das? Warum bleiben Einheiten ohne ersichtlichen Grund zwischendurch einfach stehen? Warum? Nee. Das ist, wie gesagt, ich hatte mir so viel mehr erhofft, gerade nach den ersten Trailern und so. Und dann ja, das Spiel kam raus und alle waren enttäuscht. Kann ich voll und ganz verstehen. Ich finde, es ist gut, aufgrund dieser Enttäuschung kann ich irgendwo verstehen, dass Leute das Spiel nicht so positiv bewerten, wie sie es getan hätten, wenn es anders angekündigt worden wäre. Aber ich kann nicht verstehen, dass es zwischendurch das am schlechtesten bewertete Spiel aller Zeiten war. Das kann ich nicht verstehen. Wie gesagt, es ist immer noch ein solides Spiel. Es hat eine mehr als solide Story. Es hat halt die Story, die es vorher schon hatte, die kennt man halt. Das ist auch ein Nachteil. Ich meine, ich war schon froh, dass sie in der Prolog-Kampagne die 2 Missionen oder eine Mission, die es war, noch zusätzlich nachgetragen haben. Aber wie gesagt, man hätte so viel mehr machen können. Es ist immer noch keine Rangliste drin. Wo ich mich frage, warum Blizzard? Ihr könnt Ranglisten. Es funktioniert in StarCraft, es funktioniert in Hearthstone, es funktioniert. HOTS hat, also Heroes of the Storm hat eine Art Rangliste, hat glaube ich auch eher so ein MMR-System, aber ist halt auch ein ganz anderes Spiel. Aber wie gesagt, StarCraft hat sowas. Warum geht das in Warcraft nicht? Und ich habe auch das Gefühl, ich meine, Warcraft kriegt zwischendurch mal Updates.
Da werden Bugs gefixt, da wird ein bisschen was gebalanced, aber wo bleiben so einfache Sachen? Die hätten, wenn die, ich sag mal mit einem, nach 2 Wochen oder so, wenn die eine vernünftige Ladder eingebaut hätten, also ein vernünftiges Ranglistensystem. Und sei es nur, sie haben das Ranglistensystem aus StarCraft 2 genommen, kopiert und bumm, fertig. Die hätten sich so viel Shitstorm erspart. Oder zumindest wieder gut gemacht. Aber nein, das tun sie nicht. Und das verstehe ich nicht. Und deshalb will ich eigentlich auch gar nicht mehr... Also, ich liebe die alten Blizzard-Spiele. Ich liebe StarCraft 2. Ich liebe Warcraft 3. Ich spiele ja immer noch Hearthstone. Und Hearthstone macht super viel Spaß. Aber es ist halt auch nicht mehr das Blizzard, mit dem wir groß geworden sind.